perfect player. Connor McDavid, das ist mit Abstand der schnellste Schlittschuhläufer, den ich je gesehen habe. Ich habe schon in der Juniorenliga gegen ihn gespielt und es hat mich schon dann weggeputzt. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Jahren hat er nochmal einen Zacken zugelegt. Andrei Vasilevskiy, der Goalie von Tampa im Moment. Was der alles schon im Spagat kann machen, das ist unglaublich. Der könnte etwa eine halbe Stunde lang dort sitzen und einen Kaffee trinken dazu. Der dient etwa sechs Mal am Tag, eine halbe Stunde lang. Patrick Kane, der aus der Verhandlung weiss etwa schon die ganze Hockeywelt. Ist unglaublich, was der alles mit dem Puck kann. Und, er beweist immer wieder. Verteidiger probieren immer näher beim Spielen und Stocklängeabstand, Stock auf die Scheibe zu behalten. Aber der findet immer wieder einen Weg, den Puck einem zwischen beiden durchzufädeln. Nikita Kucherov. Ja, ich konnte dem auch schon ein paar Jahre lang zuschauen. Und, nicht unbedingt der schärfste, aber ist einfach ansatzlos, wie der schiessen kann. Wie schnell, dass er einfach wirklich die Scheibe aufs Goal bringt und einfach sein Wheelhouse, wie man dem auf Englisch sagt. Kannst du ihm sie irgendwo anlegen, eigentlich quasi im Radius, wo sein Stock hin mag. Und irgendwie mag er den Puck mit einer kurzen Bewegung noch schnell aufs Goal bringen. Und im Hockey ist das heutzutage eigentlich das Größte, wie schnell das Scheibe ab dem Stock bringst. Shea Weber, ich habe mal einen Schuss von ihm geblockt. Also etwa zwei Wochen später immer noch gespürt am Knie. Ja, der hat eine verdammte Granate. Für mich sticht vor allem der Cal Clutterbuck raus. Jedes Jahr ist er ziemlich weit oben bei den Checks pro Spiel. Checks pro 60 Minuten ist immer Top 3, Top 5 in der NHL. Und, ich konnte jetzt dem auch schon ein bisschen zuschauen und tut auch weh. Muss ich sagen, geht glaube ich an Sidney Crosby. Ich würde sagen, der ist allgemein der kompletteste Spieler auf der Welt. Aber was der alles kann, von einem Jahr zum anderen, egal welche Mitspieler, Nebenspieler er auf seiner Linie hat, er schafft es immer wieder, unglaubliche Plays zu machen. Ja. Work Ethic würde ich sagen, Jonathan Taves. Ja, er geht nie auf, kämpft, ist ein super Leader. Von dem, was ich gesehen habe, ich kenne ihn nicht, aber er ist einfach ansatzlos und sein Work Ethic, jeder schwärmt davon und man sieht es auch jedes Mal, wenn er wieder mit Team Kanada oder mit Chicago, ob es 3-0 hin sind, einfach seine kleinen Plays und wenn er auf Detail schaut und alles richtig macht, jedes Mal, wenn er am Puck ist und jeden Zweikampf gewinnt, würde ich sagen, Jonathan Taves. Perfect player.